Der Begriff Premium wird für Produkte und Dienstleistungen besonders hoher Qualität und entsprechend überdurchschnittlichen Preis verwendet. Als Grundbegriff ist Premium allerdings frei verwendbar, eine Einkaufshilfe oder ein Rückschluss auf die letztendliche Qualität des beworbenen Produktes lässt sich nicht ablesen. Aha! Hallo und herzlich willkommen zu einer Kurzepisode von PlayZocker Reviews. So oder zumindest so ähnlich wie von mir eben vorgelesen, könnte der Begriff Premium in einem Wörterbuch oder einer Enzyklopädie beschrieben werden. Aber um eines ganz schnell vorwegzunehmen, ich liebe die Premium Collection von Warner. Ich finde, es ist eine tolle Reihe mit tollen Editionen von zumindest überwiegend tollen Filmen. Allerdings gibt es ein paar mehr oder weniger kleine Sachen, die mich an der Reihe komplett wahnsinnig machen. Und die möchte ich euch jetzt präsentieren in meinem kleinen Top 5 schlimmste Premium Collection Fauxpas. Platz 5. Die Dicke. Die Premium Collection bietet sowohl Ein-Disc als auch Zwei-Disc Releases. An sich ist die Gestaltung beider Versionen nahezu identisch. Hat man sie allerdings im Regal nebeneinander stehen, sieht man, dass sie etwas unterschiedlich dick sind. Auf den ersten Blick schaut das nicht schlimm aus, wenn es sich allerdings dann vermischt, merkt man es immer deutlich und es stört den an sich nahezu perfekten einheitlichen Look der Serie dann leider doch etwas. Platz 4. Jetzt schon wieder das Gleiche. Leider gibt es diese Angewohnheit unter Labels, immer wieder dieselben Filme in immer wieder anderen Editionen rauszubringen. Mein Highlight aus der Liste, der neu veröffentlichte 300. Neben, abgesehen davon, fangen wir mal damit an, dass es ein DVD-Digipack, DVD-Steelbook, DVD-Standard-Editionen und satte 2 Editionen mit Helm gibt. Auf Blu-ray haben wir mittlerweile ein Standard-Keepcase, ein Steelbook-Neuauflage, ein Mediabook, die The Ultimate Experience und dann nahezu dasselbe, selbe Mediabook, fast noch einmal in der Premium Edition. 5 Blu-rays! 5! Wenn wir die internationalen Releases noch dazu zählen, Steelbooks, Mediabooks, sonst was aus Amerika, Kanada und so weiter, kommen wir für einen erst kürzlich produzierten Film schon auf die 6. Neuauflage, die eigentlich nur mehr nervt. Und abgesehen davon, Filme wie 300, 7, Inception und was es alles gibt, super in der Reihe, aber bitte was? Was macht ein 10.000 BC? In dieser Reihe. Was ist an diesem Film Premium? Und vor allem, wenn die Premium Collection fast ausschließlich neue Kinoblockbuster bietet, was macht dann ein Uhrwerk Orange in dieser Reihe? Platz 3. FSK. Ja, ich weiß, ich sage es immer wieder, ich weiß, es sind einige Leute genervt, aber ich hasse. Hasse diese riesigen FSK-Logos auf den Frontcover. Und nein, ich bin nicht der Meinung, dass das eine gute Lösung dafür ist. Warum? Die Wendecover, Sticker und so weiter haben alle den Sinn, dass das FSK-Logo auf dem endgültigen Produkt nicht mehr drauf ist. Ich kaufe mir eine Blu-ray, wende das Cover, flatschen, goodbye. Oder ich kaufe mir ein Steelbook, ziehe den Flatschen ab, Flatschen, goodbye, auf nimmer Wiedersehen. Wie ist es bei der Premium Collection? Das Mediabook an sich, oder Digibook, wie es Warner nennt, hat keine entsprechende FSK-Kennzeichnung. Allerdings, der Plastikschuber, der das Ding umgibt, oder der O-Ring, wie er heißt, bietet das FSK-Logo fest, aufgedruckt und nicht ablösbar. Man könnte jetzt logisch argumentieren, aber es ist ja nur der Schuber. Nein, es gibt nicht nur einen Schuber für mich. Dieser Schuber ist eindeutig, wenn man sich die Gestaltung der Backcover anschaut, ein fixer Teil dieses Produkts. Das heißt, auf dem fixen Teil des Produkts möchte ich dieses Logo nicht sehen. Kurz, man merkt, im Vergleich zu den Standard-Editionen hat sich Warner, was das Logo betrifft, Gedanken gemacht. Aber meiner Meinung nach reicht das nicht. Platz 2. Dolby Digital 5.1.
Ja, es haben einige Leute sicher schon meine Rants, meine Kritiken und so weiter über Blu-rays mit Dolby 5.1 Ton gehört. Und ich möchte eines dazu sagen, ich habe nichts gegen Dolby Digital 5.1. Im Gegenteil, es ist ein tolles Tonformat mit einem effektiven Codec, mit einer guten Bitrate und einer relativ guten Dynamik für eine DVD. Das Problem, was ich damit habe, ist, wenn ich einen Originalton unkomprimiert und den deutschen Ton komprimiert in Dolby Digital habe und ich vergleiche das, ist der Unterschied oft dermaßen eklatant, dass man sich denkt, womit müssen wir uns in Deutschland und Österreich immer wieder zufrieden geben? Wie arm sind eigentlich Leute, die auf deutsche Synchros angewiesen sind? Und ich weiß eines, es liegt nicht nur am Format, es liegt eigentlich in erster Linie an der Abmischung, dem Encoding, dem Yara, 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 wie der Ton hergestellt wird. Trotzdem bin ich der Meinung, unkomprimierter Ton gehört auf eine Blu-ray. Und zwar sowohl im Originalton als auch für einen deutschen Release in der deutschen Fassung. Einige Labels unter den Majors, vor allem Sony Pictures, zeigen, wie es geht und liefern immer wieder fantastischen Ton, nicht nur im Original, sondern auch in der deutschen Fassung. Bei anderen Blu-rays ist es immer wieder eine Enttäuschung zu hören, wie sehr sich der deutsche Ton vom englischen unterscheidet. Aber Nummer 1 der schlimmsten Sachen, die man mit einer Premium Collection machen kann und die Warner mit dem Start der Reihe sofort aus dem Weg geräumt hat. Platz 1, John Rambo. Und versteht mich nicht falsch, als Actionfilm eine tolle Produktion, sehr effektiv, aber was, verdammt nochmal, hat eine geschnittene Fassung in einer Premium Collection zu suchen? Premium bedeutet besondere Qualität. Und wenn ich von besonderer Qualität spreche, dann nehme ich einen kompletten Film als selbstverständlich. Das ist eine Frechheit. Gut, kurz wieder beruhigt, das waren die 5 Punkte, die mich an der Premium Collection am meisten stören. Vor allem über John Rambo habe ich mich lang wirklich geärgert. Beim Dolby Digital Ton wissen wir mittlerweile, bei einigen Labels wird sich da leider nichts ändern. Einige VÖs werden so bleiben und auch in Zukunft so kommen. Aber trotzdem muss ich zum Abschluss sagen, für Sammler sind die Mediabooks, ich kann euch noch ganz kurz einen Blick bei Inception ins Innere ermöglichen, sind die Mediabooks zwar, muss ich jetzt sagen, ist die Gestaltung des Buchteils nicht wahnsinnig spannend, aber die Mediabooks sind ansprechend, die Mediabooks sind einheitlich und bis auf wenige Ausnahmen sind meiner Meinung nach hervorragende Filme drinnen, die sich eine solche Reihe wirklich verdient haben. Aber vor allem, wenn es um Filme wie The Departed, Last Samurai und so weiter geht, die Filme haben mehr verdient, vor allem in der deutschen Bearbeitung. Und wenn ich daran denke, dass ein Film wie Departed nur, auch im englischen Original, nur im komprimierten und nicht im verlustfreien Ton auf der Blu-ray ist, dann finde ich das wiederum für eine Premium-Ausgabe eher schwach.